Zum Schluss ein Bericht über Leute, die lebten, als seien sie schon tot. Es schien sich dabei um einen neuen Trend zu handeln. Gruftis nannten sie sich. Liebstes, nachts über Friedhöfe zu schleichen und auch mal das eine oder andere Grabkreuz mitgehen zu lassen. Gruftis nennen sie sich selbst. Und am liebsten bleiben sie in jeder Beziehung im Dunkeln. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Hauptbahnhof Bochum. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Zwischenfall. Freitagabend, Hauptbahnhof Bochum. Gruftis auf dem Weg ins Wochenendvergnügen. Leute, die lebten, als seien sie schon tot. Gruftis nannten sie sich. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Hauptbahnhof Bochum. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Zwischenfall. Und es war ihr Liebstes, nachts über Friedhöfe zu schleichen und auch mal das eine oder andere Grabkreuz mitgehen zu lassen. Gruftis nennen sie sich selbst. Und am liebsten bleiben sie in jeder Beziehung im Dunkeln. Gruftis im Dunkeln. Gruftis. Gruftis im Dunkeln. Gruftis im Dunkeln. Freitagabend, Hauptbahnhof Bochum. Gruftis auf dem Weg ins Wochenendvergnügen. Leute, die lebten, als seien sie schon tot. Abend, Hauptbahnhof Bochum. Gruftis auf dem Weg ins Wochenendvergnügen. Leute, die lebten, als seien sie schon tot. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Hauptbahnhof Bochum. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Zwischenfall. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Hauptbahnhof Bochum. Die Nacht der lebenden Toten. Die Nacht der lebenden Toten. Zwischenfall. 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 Zwischenfall.